Palette? Da hinten kommen welche. Einer mit einer Pistole. What the fuck? Was? Ja. Was ist? Oh Gott, Daniel! Daniel, Vorsicht! Lauf, 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 lauf! Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Am heutigen Tag geht es zurück in die Welt von Minecraft-Leben, denn wir haben ein Notrufsignal aufgefangen und dem Ganzen müssen wir heute nachgehen. Deshalb, meine Damen und Herren, werde ich direkt am Anfang nochmal ganz kurz mit Edgar quatschen. So, Paluten, macht euch schnell auf den Weg Richtung Leben. Übrigens, hi Minion, Mordat und Zombie. Da war ja noch was, der Freedom Squad. Benutzt einfach den Teleporter hinter Professor Ente. Ihr trefft euch dann mit Dieter vor der Stadt und besprecht alles Weitere. Nehmt bitte nur das Nötigste mit. Ausrüstung gibt es vor Ort. Alright, alright, dann... Alec? Ja, das ist Alec. Das ist Alec. Genauso wie der, den Dude, den ich das letzte Mal aus Versehen... Also der sah nun wirklich sehr, sehr aus wie Alec. Ganz ehrlich. Dann habe ich auch ein paar Kommentare gelesen. Bist du blöd? Das ist doch nie im Leben Alec. So, warte mal. Haben wir denn noch ein paar Dias? Ich kann ja, die Sachen hier nicht reintun. Hier ist noch ein bisschen Dia-Rüstung drin. Achso, ja, perfekt. Ja, dann kann ich mir ja ein bisschen was wegnehmen. Nehmen wir uns hier die Hose, Brustplatte, nochmal einen guten alten Helm, Schuhe und ein Schwert. Brode habe ich noch. Ja, ein paar Dias nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Zack, ich knackig. Achso, vielleicht sollte ich mal meine Ausrüstung ausziehen. Wäre vielleicht ganz praktisch. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das ME-System ein bisschen voll ist. So, meine Damen und Manuel... Okay. Manu, ja. Weißt du, wie viel Ärger ich gestern von meinen Zuschauern bekommen habe? Wirklich? Warum? Ja, weil sie es auch nicht gut fanden, dass wir hier teilweise... Ja, aber der wollte das! Nein, Manuel! Es gibt jetzt hier... es gibt jetzt hier keine Ausreden. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen benehmen. Wir müssen uns wieder zu unseren alten Stärken zurückfinden, sodass wir der Freedom Squad sind und hier niemanden hinrichten. So, ich hoffe, damit ist hier... Was denn? Er hat geantwortet! Nein, hat er nicht! So, Party People, alle ab in den Teleporter und dann geht's ab! Richtung Freedom! Ich meinte natürlich Leben. Sorry. Ja! Hallo Freunde! hätte ich beinahe einen von euch. Aua! Willkommen in Minecraft Leben. Ja, endlich sind wir wieder zurück, Leute. Ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal hier gewesen sind. Und Manuel hatte noch bis vor einer Sekunde einen Pfeil direkt in seinem Kopf stecken. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich weiß nicht, wen du wieder angeschossen hast. Das ist die Scheune, die wir gebaut haben. Und das ist auch... Dado gebaut. Echt? Hä? Ja. Was ist das denn für Willi? Oh Gott. Leute, lauf. Den haben wir nicht gebaut. Junge, was ist das? Oh Gott. Den haben wir nicht gebaut. Ist es ein guter Freund von euch? Arbeitet er bei euch auf der Farm? Ja, vielleicht. Das ist ein kleines Schweinchen. Hi. Na? Hallo. Hat jemand Karotten? Mautado, gib ihm eine kleine Karotte. Jetzt mag er mich. Oh ja, mich auch. Mich auch. Ich habe keine Karotten, aber mag ich. Sieht echt alles ziemlich schön aus. Wo ist denn dieser Typ mit der Kettensäge hin? Ich glaube, der ist da noch im Wasser. Ich sehe ihn aber nicht. Da hinten kommen welche. Einer mit einer Pistole. What the fuck? Was? Was ist? Oh Gott, Manuel! Manuel, Vorsicht! Lauf! Mach den Platz! Oh Gott, wer ist der denn? Oh Gott, der Manuel! Der klebt an mir dran. Ja, warte, ich schlage ihn. Rettet Manuel, der arme Typ mit der Kettensäge. Oh Gott. Was ist denn das hier? Er ist down. Oh Gott. Ich hab eine Hose. Der hat die Kettensäge gedroppt. Manu, komm her. Nein, oh Gott. Er hat die Kettensäge gedroppt. Ich hab eine Hose. Ja, schick Manuel, herzlichen Glückwunsch. Du bist schon ein ganz... Alter, wie krass ist das denn? Willst du die Kettensäge? Guck mal. Nö, behalte die Kettensäge. Sicher? Nein, du Gott! Ja. Alter! Professor Edida! Puffies! Hallo, ihr kleinen Puffies! Warum sind die in meiner Scheune? Ich weiß es nicht. Hat die denn reingelassen? Dida, geht denn hier ab? Hallo, Paluten! Ey, Dida, was ist los hier? Die Lage ist wohl wesentlich ernster, als wir anfangs angenommen haben. Ja, ach was! Mich hat jemand mit der Kettensäge angegriffen! Wer sind diese Typen? Es ist der sogenannte Brokkoli-Squad. Welcher Vollidiot hat sich denn so einen blöden Namen ausgedacht? Brokkoli-Squad? Eine selbsternannte Spezialeinheit mit dem Ziel, den Freedom Squad zu zerstören. Junge, was haben die Typen denn gegen uns? Und ich möchte nochmal betonen, was ist das für ein extrem kottiger Name? Ich finde den toll.
Sie wollen den Fame. Naja, und ihr Name, wer mag schon Brokkoli? Aber du hast das recht, stimmt. Der Name ist extrem dumm. Also ich mag Brokkoli. Also ich mag Brokkoli auch. Ja. Also ganz ehrlich. Also ich mag kein Brokkoli. Ich mag General Dieter. Ich hätte den Gurkensquad cooler gefunden. Der Gurkensquad. Alter. Was meinst du, was es für sie bedeuten würde, wenn sie den Freedom Squad ausschalten würden? Ja, ja, mega viel Fame. Wir wissen ja, dass wir, dass wir ein bisschen Bekanntheitsgrad haben. Ihr seid im ganzen Land bekannt. Selbst in unserer Galaxie gibt es zahllose Planeten, die schon vom Freedom Squad gehört haben. Aber warum greifen sie dann ausgerechnet unsere Heimat an? Und es wär ganz kurz mal ganz nett, wenn jetzt nicht die ganze Zeit Kisten geöffnet werden. Dankeschön! Sie wussten wohl ganz genau, dass ihr nicht tatenlos dabei zuseht, wie eure Stadt zerstört wird. Okay, okay, Dieter, aber wer ist jetzt dieser Squad genau? Sind das irgendwie ein paar Pantoffelhelden oder? Der Squad besteht aus, genau wie der Freedom Squad, aus 4 Mitgliedern. Diktator Dave, ein verrückter ehemaliger Diktator, der alles abknallt, was ihm vor seine Desert Eagle kommt. Und Helikopter Hugo, ein ehemaliger Militärpilot. Bei diesem Typen müsst ihr ganz besonders vorsichtig sein. Sein Kampfheli ist extrem schwer bewaffnet und sehr gut gepanzert. Die anderen Mitglieder konnten wir bis dato noch nicht identifizieren. Ja, das hört sich alles extrem klasse an. Was ist jetzt unser Plan? Ihr müsst alle 4 Mitglieder vom Broccoli Squad töten. Die Puffy-Armee übernimmt dann den Rest. Okay. Wie sieht's denn aus mit ein bisschen Ausrüstung? Denn ich bin nicht so der große Fan davon, dass wir gleich abgeschlachtet werden, wenn vielleicht mehr als einer mit einer Kettensäge auf uns zukommt. Sprich am besten mit Professor Ente, der sollte dir da weiterhelfen können. Zudem scheint er auch etwas genaueres über Boris zu wissen. Boris! Wo ist der kleine Schlawiner? Professor Ente! Hallo Paluten, Dieter hat dir ja sicherlich schon alles Wichtige erzählt. Ich habe ein wenig Ausrüstung für euch zusammengestellt. Ich habe komplett neue Waffen und Rüstung für euch und eine ganz besonders wichtige Aufgabe. Wir haben ja immer noch dieses Energieproblem in puncto YouTuber-Klone. Dieser komische Squad scheint über ein paar Energiekerne zu verfügen. Solltet ihr welche finden, dann sammelt sie unbedingt auf und bringt sie mir. Zum Thema Boris habe ich ein paar Informationen. Laut meinen Informationen kam das Signal von Boris aus dem Haus von Zombie? Was? Schon Zombie, was hast du... Wie viele Häuser hattest du eigentlich? Zu viele. Ich würde euch raten, dieser Spur zu folgen. Vielleicht findet ihr auf dem Weg auch einen der Anführer vom Broccoli Squad. Alright, alright! So, wer hat die Blumen hier hingestellt? Die hab ich dir. Oh, danke, Mignon. Ein Blümchen. Okidoki, Freedom Alter. Squad. Schnappt euch eure Advanced Combat Sachen. Zack, dann machen wir uns kurz mal ein bisschen nackig. Oh. Alter, ich sehe richtig gefährlich aus mit der Brille. Was gibt's denn hier noch? Oh, darf ich den Flammenwerfer haben? Oh Gott. Ja, nehm... Oh, oh Gott! Ja! Alter, Manuel. Dann nehm ich die Hand Cannon. Zack. Die Pistole. Was macht die denn? Okay. Klingt auf... Ist zwar nicht... Wow! Alter. Leute! Seht ihr die kleine Explosion? Ja, das sieht ja voll krass aus. Ich hab Safe Mode an. Eigentlich sollte ich keine Blöcke zerstören können. Oho. Hier. Ja, aber kein Grund hier irgendjemanden von uns mal kurz an. Anzufackeln. Nein, Leute! Ah. Brennst du, Mengel, schnell raus hier! Hey, du kleine Fratz, ich hab auch noch eine Möhre für dich. Bitte sehr, ist meine letzte. Will niemand. Nein! Du, oh Gott, Leute, ihr Zombie. Könnt doch keine... Nein, Zombie! Gott sei Dank regnet es. Ja, Gott sei Dank. So, dann lass uns mal... Aber die Tintenfische! Nein, keine Tintenfische! Leute! Okay. Wollen wir als erstes zu Manuels Zitadelle? Obwohl, ich würde ganz gerne in mein kleines Haus... um zu gucken, ob da sich irgendwelche Bagaluden drin befinden. Vielleicht finden wir da auch Boris. Obwohl, wenn sie sagen, dass der irgendwie bei Zombie... Wo ist ein Creeper? Ich sehe ihn. Der Zitadelle, der Wächter. Hallo. Guten Tag. Da ist auch irgendein komischer Typ mit der Schaufel drin. Da sind 2 Leute mit der Schaufel drin. Oh Gott. Oh Gott, ich muss kurz nachladen. Genau, burn sie weg. Oh Gott. Burn die komischen Typen weg. Oh Gott, der eine ist so richtig aufgeplatzt. Der eine ist mega exploded. Oh. Was denn? Ja, da sind ein paar. Ui, oh, da sind mega... Oh, Alter, ich muss da... Oh, ja. Brenn! Ja. Alter, wie die wegsplattern. Das ist immer Maudados Kettensäge oder so. Oder nee, auch deine... Die Shotgun. Ich hab sie alle angezündet. Boah, ich hatte gerade einen mega fetten Ruckler. Boah.
Hilfe, ich brenne! Alter, wie Zombie hat mich angezündet. Aus? Hier ist eine Kiste, das ist ein Erdblock. Guck, wenn ich die treffe, die zersplattern. Ja, ja, du zerschießt die halt komplett. Okay, Leute, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir jetzt hier... Okay, wir können noch ganz kurz zu deinem Schwert gehen. Ja. Ja. Oh, hier sind mega viele. Das war... Peter, das war eine sel... Oh Gott, das war eine selten dämliche Idee. Das war eine ganz doofe Idee. Was ist denn da los? Die okay. Zitadelle wurde übernommen. Leute, lauf. Also in der Kiste war auch ein Nuke-Launcher, also wenn wir die Zitadelle sprengen wollen. Ein Nuke-Launcher? Ja. Und hast du den mitgenommen? Ja, ja, dann spreng... Wie viel Munition? Sie alle weg, oder? Ist doch nicht echt? Ja. Ja, die da hinten. Ja, alle raus. Ja, okay, alle raus. Zünde den Nuke-Launcher. Oh Gott, ist... Nenn ihn. Oh Gott. Oh. Das ist meine Zitadelle. Der hat sie kaputt geschossen. Nein. Manuel, wir bauen das alles wieder auf. Keine Sorge. Alter, die Mucke, ne? Die scheiß Blöcke. Ach Mann, und ich ruf hier gerade jemand an. Oh Gott, es tut mir leid, liebe Zuschauer, mein Vater ruft gerade an. Es ist ein bisschen wichtig. Eine Sekunde, es tut mir kurz leid. So Leute, da sind wir wieder. Ich musste einfach an den Anruf rangehen, weil, kann ich ja einfach sagen, ist jetzt auch kein Geheimnis. Es gab eben einen Trauerfall in meiner Familie und ja. Gut, so, die traurigen Nachrichten mal so ein bisschen rausgehauen. Viel, viel trauriger gut, sind die ganzen Dudes. Ja, okay, ey Leute, lass uns weiter. Das ist ein Manuels Zitadelle. Die ist für immer. Du wolltest die doch wieder aufbauen. Wir bauen die auch noch auf, keine Sorge. Aber erstmal müssen wir müssen die Anführer finden vom Broccoli Squad, Alter. Junge, wer nennt sich denn so? Broccoli Squad, das sendet ja keinerlei. Sendet nur Signale aus an Leute, die irgendwie kein Broccoli mögen. Ich hab. Wieso bin ich so Angst schnell? Ja, hast du? Musst ja. Du nicht, Manuel. Keine Sorge. Die Rüstung ist richtig krass. Ja. Echt? Ich bin halt mega schnell. Warte mal, ja. Man kann hier Shift. Movement Speed 10%. Knockback Resistance. Was eine Muschikatze. Oh, hey. Na, du kleine Muschi. Das ist noch eine zweite Muschikatze. Hallo. Guck mal, ich habe einen neuen Hut gefunden. Oh, schick. Ja. Hab ich irgendwie Loot bekommen? Ich habe noch eine Hand Cannon. Okay. Oh, guck mal, wie das aussieht. Meine Jacke. Oh, schick, Alter. Ihr seid richtige Bauer. Oh, Maudado, Alter, der zeigt Bizeps. Hast du trainiert, Maudado? Alter, krass. Du bist eine Maschine, Junge. Hier, Katze, nimm die Schuhe, iss sie. Iss die Schuhe. Mann, ich möchte unbedingt in meine Arena, denn da habe ich noch das gute alte Denkmal von dem guten alten Edgar stehen. Steht hier. Erma. Palutenbrief. Sind hier noch irgendwelche Sachen von mir drin? Ach, bist du schon bei deinem Haus? Ja, ja, klar. Ich bin jetzt, bist du schnell? Ich bin turboschnell. Okay. Hier runter. Oh Mann, ey. Für die Leute, die damals schon am Schlüssel waren oder Minecraft-Leben verfolgt haben. Hier unten meine glorreiche... Das kenne ich ja noch gar nicht. Wie, das da unten kenne ich, aber den Rest von deinem Haus kenne ich nicht. Echt? Das kennst du nicht, Manuel? Nee. Das war meine Arena, die ich gebaut habe. Aber die wurde nie eingeweiht. Es gab letztlich nie einen Kampf. Oh ja, Gott. Weil die keiner kannte, wahrscheinlich. Ja doch, ich habe die auch in meinen Videos immer gezeigt. Das war Dieter. Und da ist halt die Statue des heiligen Edgars. Und hier wurde er auch das eine Mal entführt. Ja, Alter. Ach, das ist... Wann war Minecraft-Leben der Beginn? Vor ein Jahr. Ach, stimmt. 4 Monate. Ja, was denn? Wir haben uns hier irgendwann mal runtergegraben, weil wir einfach runtergegraben haben, sind durch die Decke gefallen und dann haben wir gedacht, was für eine kranke Scheiße wurde hier gebaut. Stimmt, wenn man überhaupt keinen Bezug dazu hat, sieht man nur so ein riesiges Schwein aus Stein und so eine riesige von einem Huhn. Ja, das kann tatsächlich ein bisschen verwirrend wirken. Also ganz ehrlich. Oh. Bis per Looten. Disconnected from Server. Deswegen hast du dich also seit 10 Sekunden nicht mehr bewegt. Ach so. Ja, neu. Du bist nur in der Mitte der Arena und hast gesagt, ja, in den Wasserfall. Ah, ja, Leute, sorry, ich hatte gerade einen kleinen Disconnect. Dann lasst uns mal schnell hier hoch und dann hier oben ach, raus. Da. Genau, hier zeige ich knackig. Hey, wie kommt man denn da hoch? Hier springen. Hochlaufen. Ah, ach so. Hochlaufen vielleicht. Ah, oh Gott. Und genau wie früher regnet es hier auch mal wieder die ganze Zeit. Warum ist denn hier Lava? Da war immer Lava. Das ja, aber warum? Das waren... Bist du hinter mir, Piloten? Ja, okay. Ja, ja. Leckt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Du teleportierst dich bei mir, ja. Ansonsten ist alles okay. Okay, ist vielleicht mein Ping ein wenig schlecht ist.
Ach, der ist okay. Der ist okay. Ping-Player. Kann man sehen, ja tatsächlich, ich habe wirklich einen relativ schlechten Ping, gerade schlechter als ihr. Dann ist der Manus Turm. Hallo Manus Turm und dann geradeaus ist mein Haus. Okay. Was geht da ab? Du, oh, ist das Helikopter, Hugo? Der beschießt uns. Mach den Platz! Ich hab keine Munition.